Bergisch Gladbach. Der gemeinnützige Verein Die Platte versorgt Obdachlose mit dem Nötigsten zum Leben. Patrick Graf und Ali Misini fahren mit dem Kältebus die erste Station in der Innenstadt an. Na, da ist einer. Ja, da haben wir schon einen. Wir halten wie immer hier an. Ja, ist okay. Ja. So. Das ist unser Haltepunkt hier in Bensberg Schlossstraße. Genau. Wir lassen dabei das Auto laufen. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hi, grüß dich. Geht's gut? Oh ja, es muss. Und wie war das Tagesgeschäft? Ging, ne? Beschissen, ja. Beschissen? Ja. Ach, das Scheiße, ja. Ich habe heute leider gerade Zeit, um zu euch zu kommen. Ich muss den Bus nehmen. Okay, ist kein Problem, wenn du keine Zeit hast. Ne? Du warst ja heute auch nicht zur Ausgabe, ne? Oder? Nee, ich bin ja nie da, weil ich habe ja keinen Pass. Ja gut, du kannst ja um 12.30 Uhr nicht kommen, aber um 13.30 Uhr kannst du ja kommen, ne? Wie die anderen, wenn ihr noch keinen Pass habt. Ja. Ne? Aber dann sitze ich ja meistens. Ja, ja, ist okay, kein Problem. Brauchst du irgendwie was? Ungefähr, was meinst du? Ja, Handschuhe oder? Handschuhe habe ich. Okay, hast du? Ja. Ja, das ist gut. Ja. Eine kleine Spende. Damit können wir es gut. Ja, wir können dir einen Kaffee geben. Ist auch kein Problem. Dir gebe ich auch gerne eine Spende, weil du wirklich selten bei uns ankommst. Vielen Dank. Hör mal, weil du gesagt hast, du fährst jetzt mit dem Bus. Du weißt, dass du ab Montag eine medizinische Maske brauchst. Ich habe mehrere medizinische. Hast du? Maske. Sonst können wir dir auch welche geben. Ich habe davon Unmengen. Super. Ja, das ist schön. Ich muss 25 nach dem Bus bekommen. Alles kein gut, Thema. Mach das, ne? Ich wünsche euch alles Gute. Man sieht sich. Jo. Ne? Alles klar. Ciao, bleib gesund. Komm zu uns, wenn du was brauchst. Mach ich. Jo. Ciao. Ciao, ciao. Der Lockdown macht das Leben auf der Straße noch härter. Es ist sehr, sehr schwierig für die Obdachlosen geworden. Der Mensch ist ja kaum draußen. Wer geht heutzutage raus, nur um kurz mal was einzukaufen? Es gibt ja nichts anderes, was offen ist. Dementsprechend bewegen sich Menschen kaum draußen. Und wenn, nur für das Nötige. Dementsprechend haben die Obdachlosen auch kein Pfand, irgendwo in eine Mülltonne zu finden. Oder wenn sie mal draußen stehen und betteln, dann sind kaum Menschen draußen, die irgendwie mal 1 Euro oder 2 Euro von sich geben, damit jemand dann irgendwie eine Nahrung für sich kaufen kann. 3 Stationen fahren Patrick Graf und Ali Misini jeden Abend an. Bushaltestelle S-Bahn Bergisch Gladbach. Letzte Haltestelle. Letzte Haltestelle. Da warten Sie schon. 3 einzelne Seelen im Moment. 4. So. Hallöchen. Handschuhe bitte nicht vergessen. Ja, wir bauen erstmal auf. Ja. Hol mal bitte der Tisch. Genau. Erstmal den Tisch. Wir bereiten jetzt unsere Ausgabe vor. An der S-Bahn kommen immer mehrere Leute. Dementsprechend müssen wir auch auf Corona-Schutzmaßnahmen achten. Das bedeutet, wir sorgen dafür, dass hier immer nur eine Person an den Tisch rantreten kann. Ja, das sollte hier innerhalb von diesen roten Balken sollte sich nur eine Person aufhalten. Genau. Es kann eben halt nur von vorne herangetreten werden und dann zu der Seite heraus. Und in dem Bereich darf halt immer nur eine Person stehen.
Ja. Moment, ich gebe dir eins plus die. Bitte schön. Jeden Tag kommen rund 20 Obdachlose zum Kältebus. Eine von ihnen ist Nicole. Sie lebt seit 2019 auf der Straße. Genau. Corona spielt eine große Rolle jetzt momentan, weil wir werden überall rausgescheucht. Wir können uns nirgendwo erwärmen. Die Stadt lässt uns auch nicht mal eine Möglichkeit, hier am Bahnhof großartig zu sitzen. Und da bin ich auch froh, dass die Platte trotz Corona-Zeiten noch offen ist und alles noch ermöglicht uns. Selbst mit neuen Masken versorgt sie uns. Also da bin ich ja froh und glücklich. Wie war es eigentlich letztes Wochenende, wo es so stark geschneit hat? Ach, bist du da irgendwo untergekommen? Oder? Nee, im Zelt. Genau. Im Zelt? Ja, Schnee und Nässe? Alles dicke Nacht geworden. Oh, das glaube ich dir. Normalerweise lebt Nicole vom Pfandflaschensammeln, doch das ist während Corona kaum noch möglich. Vorher habe ich am Tag so ungefähr 6 bis 7 Euro, wenn es gut ist, am Wochenende eingenommen. Jetzt heute mal gerade 90 Cent. Das ist nicht wirklich viel, weil auch die Konkurrenz zwischen uns wird immer größer durch den Druck. Man wird gegenseitig auch angefeindet, wenn man Flaschen sammelt. Jeder hat so sein Gebiet und es rentiert sich kaum mehr jetzt durch Corona. Ich bin froh, wenn das aufhört, das Ganze, dass auch die Leute mal wieder normal sind. Momentan denkt jeder nur an sich, sich. Hauptsache, es ist so, wenn wir auch hier auf die Toilette gehen, ist es so in den Kaufhäusern wie Markkauf oder Rhein-Berg-Galerie, die Obdachlosen werden abschätzend herabgesehen. Auch nicht so wirklich geduldet. Jetzt bin ich aber froh, dass ich täglich hier meine Abendmahlzeit kriege, dass ich überleben kann. Wie viele andere ist Nicole in der Pandemie auf die Obdachlosenhilfe angewiesen. Für Patrick Graf ist die Gefahr einer Ansteckung bei den Obdachlosen besonders groß. Es gibt keinen von unseren Schützlingen, der gesundheitlich gesund ist. Dem geht es einfach nur dreckig aufgrund vieler Vorerkrankungen. Und dementsprechend ist auch dann die Gefahr, wenn sie infiziert sind, dass sie sterben, sehr, sehr hoch. Patrick Graf und Ali Misini helfen den Obdachlosen aus Bergisch Gladbach, so gut es geht, sich auf eine kalte Nacht vorzubereiten. Und im Moment am meisten gebraucht wird was Warmes im Magen. Wir haben jetzt Abend, der Tag ist vorbei. Und bevor man quasi sich zur Nacht ruht, muss man jetzt noch mal den Magen mit was Warmem füllen. Ob ein Kaffee, ein Kakao, ein warmes Süppchen. Das ist das, was jetzt gefragt wird. 4, 5, 6, 7. Plus deine Milch, was du immer drauf hast. Wie Engländer. Ja, du bist ja ein Engländer. So. Ich komme auch aus dem Ausland, ich komme aus Frankfurt am Main. Der war gut. So, das kannst du mitnehmen. Genau. So. Dankeschön. Vor allem das Abstand halten ist das größte Problem. Ja. Weil wir sind mit Herz bei der Sache und normalerweise wird sich umarmt, die Hand gegeben, halt wie in einer Familie geht man halt miteinander um und das fehlt. Dass man eben halt alles aufs Minimalste reduzieren muss. Könnt ihr bitte ein bisschen Abstand halten und Maske bitte tragen? Nicht schlimm. Wir müssen regelmäßig durchgreifen, dass eben halt die Abstände eingehalten werden, dass die Masken getragen werden, eben dass der Nächste ohne Probleme herantreten kann, ohne irgendwelche Vorschriften zu missachten. Das ist halt immer ein Zwiespalt und kompliziert. Und das erschwert die Arbeit ungemein. 21 Uhr. Nach 2 Stunden haben Patrick Graf und Ali Misini Feierabend. 15 Obdachlose haben sie in ihrem Kältebus versorgt.